Stein! Alter, der war nah. Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir sind jetzt hier gerade bei der Saleva Biwak-Schachtel in der Ostwand, wie ihr gut erkennen könnt. Und ich habe hier noch jemand ganz Besonderes dabei, nämlich den Franz Althuber vom Kanal Alpine Momente. Und dann übergebe ich mal das Wort an dich. Ich möchte auch Hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer sagen. Freut mich irrsinnig, dass ihr zuschaut und dass ihr mit dem Tobi gemeinsam diese wunderbare Tour durch die Watzmann-Ostwand machen kann. Wir nehmen euch von Schönau am Königssee mit, wo wir über Kürreuth gestern am Abend bis St. Bartholomä gegangen sind. Wir haben im Ostwandlager geschlafen und heute sind wir durch die Ostwand gegangen. Mittlerweile sitzen wir bei der Biwakschachtel, aber wir werden auch den Rest noch schaffen. Die Watzmann-Überschreitung machen wir am verkehrten Weg und dann nehmen wir euch runter über Kürreuth ins Tal. Genau. Wir sind hier am Berchtesgadener Weg, die klassische Route durch die Watzmann-Ostwand. Für die Leute, die vielleicht neu zuschauen, bitte abonniert unsere Kanäle, schaut zuerst mal beim Franz auf dem Kanal vorbei, den verlinke ich euch oben und einmal unten in der Infobox. Würde uns sehr freuen, wenn ihr die Kanäle abonniert. Da findet ihr dann wöchentlich neue Inhalte und ja, zeigen euch die Berge auf unsere Art und Weise. Genau. Und bevor das Ganze jetzt untergeht, mir ist es auch ganz wichtig, mal zu sagen, das ist auch ein Statement von uns beiden, dass ihr die deutsche und die österreichische YouTube-Szene vernetzt und gemeinsame Sache macht. Mhm. Tobi und ich verstehen uns super und wenn es euch gefällt, schreibt es auch unten rein in die Kommentare, ob wir wieder mal was gemeinsam machen sollen. Genau, und bitte nicht vergessen, ein Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Für die ganze Arbeit ist es wirklich filmtechnisch viel Aufwand. Bei Fragen schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, auch gerne unten rein in die Infobox. Genau, das war's eigentlich. Film ab, viel Spaß. Viel Spaß. Schauen wir nochmal, wie das Wetter wird. Niederschlag, ein bisschen was. Watzmann, heut. Ja, fast kein Niederschlag. Passt ganz gut. Wie schaut es morgen aus? 10 Stunden Sonnenschein, überwiegend sonnig. Und ja, erst irgendwann am Nachmittag ein bisschen eine Gewittergefahr. Bis dahin haben wir es gut geschafft. Perfekt, genauso soll es sein. Und wenn du das siehst, dann möchte ich dir auch nochmal Danke sagen. Danke für die Möglichkeit, dass ich mit einem Einheimischen aus der Region, aus dem Salzburger Land, diese Tour machen darf. Es ist mir echt eine Ehre und ich freue mich auf die Zeit in der Ostwand mit dir. Und ich freue mich, dass wir unseren Zuschauern einen enormen Mehrwert bieten und dass wir unsere Reichweite nutzen können, um die Leute auf Gefahren hinzuweisen. Ich weiß, dass wir etwas Gutes tun für die Menschen da draußen, die auch so bergbegeistert sind. Und das ist es für mich wert, definitiv. Es ist alles wert, diese ganze Anfahrt jetzt von Garmisch nach Berchtesgaden. Und es gibt gewisse Dinge, da lohnt es sich einfach für Zeit, Geld und Schweiß zu investieren, wenn man am Ende dafür einen seiner Träume verwirklichen kann. Denn ich träume schon seit über 4 Jahren von der Durchsteigung der Ostwand und dieser Traum wird nun in Erfüllung gehen. Deswegen sollte man auch nie aufhören, an seine Träume zu glauben. Das machst du nicht, das mach ich nicht. Und die Leute, die mir damals gesagt haben, den Mont Blanc wirst du niemals an einem Tag besteigen können, genau die Leute lagen völlig daneben, die lagen völlig falsch, die haben es mir nicht zugetraut. Freunde, Bekannte, Verwandte, alle möglichen Leute. Aber wenn man wirklich will, aus dem tiefsten Inneren will, dann kann man wirklich Berge bewegen. Und du weißt, wovon ich spreche. Du kannst, wenn du einen extrem starken Willen hast, körperlich und geistig über deine Grenzen hinausgehen. Und das ist eine Sache, die ich gern meinen Zuschauern vermitteln möchte. Und du genauso. Ja, etwas später wie geplant kann ich mich auf den Weg machen. Später wie geplant, der Tobi steht ein bisschen im Stau. Zwischen München und Salzburg ist Stau. Aber das Coole ist, er hat mir Bescheid gegeben. Jetzt warte ich nicht ewig lang in Schönau am Königssee auf ihn.
los geht's, fahren wir. Leute, mir ist das jetzt ein kurz wichtig zu erwähnen. Ich habe den Tobi vor ein paar Tagen angeschrieben und ich habe ihn gefragt, ob wir das gemeinsam machen. Der Tobi, richtig cooler Typ, hat er gesagt, hey Franz, super geiler Vorschlag, ich habe es heuer wirklich geplant, egal ob mit dir oder mit jemand anderem, ich habe sie geplant und ich hätte sie heuer so oder so gemacht. Allerdings finde ich das irrsinnig geil, dass ich an ihn herangetreten bin, weil es vielleicht auch euch ein bisschen verwundert hätte, wenn er da gewesen wäre, in meinem Revier praktisch, ohne mich. Und ein paar von euch hätten sich dann sicher die Frage gestellt, warum er das ohne mich gemacht hätte. Und ja, so machen wir das jetzt gemeinsam richtig geil und ausgleichende Gerechtigkeit. Tobi hat das Venediger Video geschnitten, ich schneide dieses Video und um maximale Synergie irgendwie zu erzeugen, stellen wir das Video auf dem Tobi seinen Kanal. Also, und da ist die Fahrt ins Berchtesgadener Land. Da hört es einmal, Leute, im Hintergrund der Tobi, der hat mir gerade ein WhatsApp geschickt, die hören wir jetzt an und ich freue mich irrsinnig, das wird so eine geile Geschichte. Ich mache ihm eine Freude, er macht mir eine Freude, wir ziehen endlich wieder gemeinsam los. Geil! Ja, es ist jetzt kurz nach 17 Uhr, ich bin in Schönau am Königssee angekommen. Da kann man parken, kostet allerdings ein bisschen was. Im Nationalpark Berchtesgaden sind die Preise ein bisschen unterschiedlich. Zwischen 3 und 7 Euro kostet der Parkplatz, je nachdem wo man ist. Ich glaube da in Schönau sind es 5 Euro, aber wie ihr eh bereits wisst, ich habe ja die Jahreskarten, die man sich um 40 Euro erwerben kann, weil ich sehr viel Zeit in dieser Region hier verbringe. Er ist denn da? Tobi, Mensch, servus. Servus, geil. Franz, geil. Cool, was tust denn du da? Boah, keine Ahnung, ich wollte irgendwie Ostwand gehen. Magst du mitkommen? Das ist eine gute Idee, ich glaube, das machen wir. Ja, zwei verschiedene Rucksäcke, da sieht man ganz eindeutig, der präsentiert Tobis Kanal und ich bin immer das Leichtgewicht mit einem 15 Liter Rucksack unterwegs, der Tobi natürlich mit 30 Liter und 30 Liter Trinkblase. Gehen wir. Hallo. Hallo, wo gehen wir hin? Oh, ich weiß es nicht. Batzmann. Ja. Der Fix. So, welcome to Paradise. Genau, da ist die berühmte Eisbahn. Wir gehen jetzt eh da rauf bei der Eisbahn vorbei. Perfekt. Richtung Grünstein. Mhm. Und da hinter dir der wunderschöne Königssee. Super, da gehen wir rein morgen, oder? Morgen, ich glaube, wenn es so richtig heiß ist, kleine Abkühlung täte uns sicher gut. So, da sieht man jetzt dann eben, wo man überall hingehen kann. Unser nächstes Ziel, Kürreintalm, 3¼ Stunden. Alles ein gemütlicher Wanderweg. Gell? Tipptopp. So, der Tobi schaut sich gerade die Landschaft an. Und da ist jetzt der Abzweiger. Der geht auch zum Grünstein-Klettersteig. Zum Grünstein rauf, da gibt es auch einen Normalweg. Und zur Kürreintalm geht es da rauf. Ja. Da ist ein Bergsport-YouTuber. Und wir sind jetzt hier am Einstieg, Zustieg zum Grünstein-Klettersteig. Da gibt es das legendäre Video vom ZDF über Gefahren am Berg. Genau. Genau. Und wir gehen jetzt aber links weiter. Genau, und da geht es eben zum Klettersteig. Gibt es drei verschiedene Varianten. Räuberleiter, Hotelroute und Easy-Door-Klettersteig. Isidor ist, glaube ich, das, was der Tobi angesprochen hat. Genau. Ohne Helm im Klettersteig. Genau. So, muss ich sagen, Franz, schöne Strecke hast du dir ausgesucht. Ja, vor allem die Abendstimmung. Ja, genial. Das ist sehr genial. Der Vorteil bei der Strecke ist, wenn man von da auf die Kürreintalm aufgehen will, dann am späten Nachmittag ist man da wirklich meistens im Schatten. Ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob man es am Video sieht, aber genau da rauf. Wenn man sieht, sieht man eigentlich eh, wie sich der Klettersteig zieht. Der geht da rauf in die Scharte und dann am Grat mehr oder weniger entlang auf bis zum Gipfel.
Und vom Grünsteingipfel kann man rein theoretisch dann auch da oben so rüber gehen über Kürreuth oder nach Kürreuth, da wo wir jetzt dann hingehen. Aber wir gehen eben über den Wanderweg. Schön, der flach gehabt, gell? Voll. Er glaubt wirklich, hier kommen wir noch. Ha, so geht das nicht. Schön. Da siehst du jetzt das erste Mal ins Watzmann-Kar. Und man sieht sogar in die Widerroute. Das Band. Die kleine Ostwand, genau. Mhm. Und die Widerroute geht man eigentlich nicht, solange im Band noch Schnee drinnen ist, weil das kann jederzeit abgehen. Ja. Und darum ist es jetzt auch noch zu früh, um sicher durch die Widerrouten zu gehen. Du bist der Experte, Franz. Ja. Ich habe nur gut gelesen und bin halt schon mal da gewesen. So, voll geile Abendstimmung, ne? Genial. Sehr also, geil. Wie man es geplant wäre. Ja, vor allem Gewitter ist jetzt zurückgegangen. Ja. Ich bin heute vom Chiemsee, von Rosenheim hergefahren und da beim Hochfällen, da war es schon richtig dunkel, also verhältnismäßig. Aber auch mal Glück gehabt. Voll, wie ich rausgefahren bin von Bangau in Salzburg, ein Land raus, hat es auch dunkel ausgeschaut. Ich habe mir gedacht, wow, das könnte sein, dass wir die Hartschelljacken brauchen werden, aber so schön wie es jetzt ist, keine Gewitterwahrscheinlichkeit. Perfekt. Sehr gut. Ja, wir sind jetzt da bei der Kürreuthalm. Das ist eigentlich der Stützpunkt. Wenn man beispielsweise aufs Watzmannhaus da drüben rauf will, generell den Watzmann überschreiten will, oder wenn man die kleine Ostwand, die Niederroute gehen will, wo man da vorne den Schnee drinnen sieht, da kann man die Tour eigentlich auf 2 Tage aufteilen und da bietet sich das super an, weil wir haben jetzt von unten 800 Höhenmeter und 6,5 Kilometer zurückgelegt. Ja. Du hast ein bisschen Kraft sparen. Genau. Perfekt. Und das ist wunderschön. Ist voll, ja. Voll schön, Licht, hier ist so Lichtung. Ja. Ja, top. Richtig schön. Genial. So Leute, jetzt stehen wir da bei einer Beschilderung und ich sehe da Bartholomä, 2,5 Stunden angeschrieben, das ist unser Ziel, aber ich sehe auch die Aachenkanzel. Die Aachenkanzel kennst du als Influencer natürlich, oder? Ich bin mitten im Franz, ich brauche unbedingt ein Foto, ganz dringend. Brauchst du ein neues Instagram-Foto, safe, gell? Safe. Richtig. Leute, Modefoto. Auf Tobis Instagram-Kanal, oder wie heißt das, Instagram, irgendwas? Instagram, ja. Instagram, wird man dann bald einmal ein Influencer-Foto von uns vorfinden. Ja. Mit Helm. So, ich kenne mich zwar nicht aus in der Region, aber gut, das ist jetzt wirklich sogar für jemanden aus Garmisch erkennbar. Genau, da sind wir jetzt und jetzt gehen wir über die Aachenkanzel. Genau, und dann gehen wir weiter über den Steig, der ist mit schwarz markiert, so ja, wie genau, ich es richtig gesehen habe. Und dann gehen wir wieder Richtung Königssee und dann nach St. Bartholomä ins Ausstrandlager. Ja, genau. Und wenn man da weiterschaut, da geht es dann zurück. Das ist dann morgen in der Früh. Mhm. Da ist die Eiskapelle. Und da sieht man natürlich nichts markiert drauf. Da geht es noch an die Watzmann-Ostwand rauf. Und wenn wir es schaffen, gehen wir noch von der Südspitze über die Mittelspitze zum Watzmannhaus und dann wieder da so retour bis zum Parkplatz. Perfekt. Scheiße, das nimmst du nicht. Das ist auf Video. Okay. Ist das eher so ein normales Wandergelände da, oder? Ja, also das da ist alles. Ganz normales Wandergelände, da kann wirklich jeder hin. Ich sag das nicht. Nein, da kann jeder, der da raufkommt, kann da in Selbstverantwortung durch die wunderschönen Almgegenden rumspazieren. Einzig auf die Kühe ist es ein bisschen aufzupassen. Was will man mehr? Was will man mehr? Und das Geile ist, ich bin ja hier schon ein paar Mal gewesen, Franz, nicht so oft wie du, aber die drei bayerischen Hotspots sind ja im Endeffekt Berchtesgadener Land, das Wetterstein und das Oberallgäu, das Allgäu. Und das ist wirklich eins von den schönsten Flecken, meiner Meinung nach auch.
Ja, ich muss auch sagen, ich war im Allgäu war ich noch nie. Ja. Ich war einmal bei dir drüben in Garmisch. Jubiläumsdraht. Genau, ja. Und ich war total geflasht, weil ich nicht gewusst habe, wie das Wetter, wie das Gebirge sein wird, ja, wenn die Sonne aufgeht. Mhm. Das war wunderschön. Ja. Und ja, entweder da drüben oder da her, das passt perfekt. Speedhiking, oder? Werbung. Eh wurscht, Dauerwerbesendung. Dort nur für euch. Oh. Und für uns zwei machen wir jetzt einen Instagram-Spot-Umweg. Aachenkanzel, 5 Minuten, gell? Sehr geil. Machen wir unbedingt. Ganz wichtig. Sehr wichtig. Ich glaube, wir haben uns eher am Anfang vom Video schon geschrieben, alles in Eigenregie und Eigenverantwortung. Mhm. Wir sind da jetzt nicht vorbildlich unterwegs. Genau. Das ist dieser Instagram-Hotspot und da vorne stehen uns immer. Wir stellen uns nicht ganz nach vor, dass wir nicht abstürzen können. Genau. Aber es ist trotzdem zum Aufpassen hier. Du hast das Seil dabei. Ich habe das 30 Meter Seil im Rucksack dabei, genau. Ja. Und da unten seht ihr Bartholomä, das ist unser Ziel für heute, genau. Und da hinten drinnen, wo es so ein bisschen rauskommt, da geht es dann morgen rein Richtung Eiskapelle und hinten sieht man es nicht, da ist dann die Ostwand. Ja. Ah, ich freue mich schon drauf. Same here. Ja, super. Steinig, erdig. Dann wird es speckig. Speckig, bäumig. Da schaut's einmal, die zwei Trail-Legenden von YouTube. Hahaha. Jetzt sprechen wir uns die Haxen. Hoffentlich nicht, aber es wurscht, wir haben eine erste Hilfe dabei. So, da seht ihr jetzt einen Tobi, wie er runtergeht. Definitiv schwarzer Steig, allerdings kein Klettersteig, obwohl man sie einhängen kann. Es handelt sich um einen schwarzen Alpinensteig. Im Absturzgelände, also aufpassen. Speckig, genau, aufpassen, selber richtig einschätzen. Ist aber wunderschön, seht ihr den Ausblick runter, Königssee. Genial, gefällt mir. Geil! Via Ferrata. Via Ferrata. Bartolomé! Hey, schau mal. Mhm. Das ist steil aufgerufen. Ja. Ja, brutal. Brutal. Hey, brutal, hey. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Scherz und so weiter rübergekommen ist bei euch, aber es ist definitiv jetzt ein ernst gemeint von uns. Ja. Es ist sehr ausgesetzt, da Fehler darf man da auf keinen Fall machen bei vielen Stellen, weil sonst liegt man unten und die Bergwacht Berchtesgaden kann einen dann zusammenklappen. Ja, man muss da schon aufpassen, also das ist tatsächlich doch ein bisschen ausgesetzt hier. Ja. Vor allem mit der Kamera in der Hand. Ja, ja, ich mache das nur aus filmischen Gründen. Ja, das geht schon, wir sind ja vorsichtig. Genau. Und ja, es schaut wirklich top aus. Ich hoffe, die Aufnahmen passen gut, aber der Franz gibt sich sehr viel Mühe, die Kamera ruhig zu halten. Und ja, der Ausblick ist einfach gewaltig. Wow, alter Schwede. Franz. Hey, sehr geil. Super. Mega. So frei. Wunderschön. Richtig geil. Bartholomä und der Königssee. Da gibt es Schweinsbraten und ja, gutes Bier. Es ist allerdings schon geschlossen. Das ja, heißt, wir müssen selber kochen und die Fenster einschlagen. Machen wir natürlich nicht. Und die Sau selber schlachten. Was? Die Sau. Ich glaube, im Ostwandlager würden sie einen Haufen freuen, wenn es dann Spanferkel gibt. Sponsert bei Alpine Facts und Alpine Momente. Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn Notbivak, genau. Bartholomä. Geh ganz sehr.
Gamsbraten war was Gutes. Tobi, wie geht's dir mit Zustiegsschuhen? Normalerweise bist du mit Trail-Schuhen in so einem Gelände unterwegs. Ah, der drückt ziemlich. Ich habe den jetzt bestimmt 18 Monate nicht mehr angehabt und ist ungewohnt. Allerdings kriege ich jetzt die nächsten Tage einen neuen Zustiegsschuh und da werde ich dann mal die 3 Grad hintereinander machen. Genau dafür brauche ich den, weil du hast die Steifigkeit zum Klettern, die du teilweise brauchst. Ja. Und das kann ich auch nur bestätigen, ich bin die Watzmann-Ostwand vor 2 Jahren gegangen mit Trail-Schuhen und ich habe mir fast in die Hosen gemacht bei den 3er-Stellen, weil die Steifigkeit gefehlt hat, seitdem gehe ich immer mit Zustiegsschuhen mindestens. Nicht mehr weit. Gleich ist geschafft, ja. Genau. Wuhu! Geil! Can you feel it? It's the beautiful Lake Königssee. Oh. Oh, ich laufe aus. Scheiße. Da oben müsste man runtergekommen sein. Irgendwo da dürfte die Aachenkanzel sein. Ja. Na und durch den Steig. Taps, taps, runter. So ist es. Ja, jetzt sind wir da. Jetzt ein bisschen so nach vor auf dem Weg. Dann sind wir im berühmt-berüchtigten Ostwandlager und sozusagen richtige Ostwandaspiranten. Ja. Sind wir, ja. Morgen geht's durch die höchste Wand der Ostalpen. Schon cool. Da vorne ist jetzt die Kirche und da rechts, da schlafen wir drinnen. Ostwandlager. Wir schauen aber jetzt nur nach Bartolomé. So, jetzt spricht der Fremde hier am Königssee. Also muss ich sagen, im Vergleich zum Alpsee, ja, es ist schwierig, die beiden Seen zu vergleichen, sind beide schön. Der ist nochmal anders, mit steileren Wänden. Der Alpsee ist aber trotzdem wunderschön. Und ich denke, beide sind individuell für sich einzigartig. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen schönen See im Allgäu, aber ja, das hier ist schon Champions League. Ja, definitiv. Voll und baden können wir drin. Ja, Trinkwasserqualität. Ja. So, good old days. Also ich war jetzt schon ein paar Mal hier in meinem Leben, aber immer wieder schön diese, ich sage jetzt mal Abgelegenheit, aber es ist hochtouristisch. Eigentlich wäre es abgelegen ohne Ende, wenn man kein Boot hätte. So aber, ist es hochtouristisch, aber schauen wir mal, was uns erwartet. Und die Uhrzeit ist wahrscheinlich abgelegen. Voll. Aber richtig beeindruckend hier. Schaut euch das mal an. Also wunderschön. Also gepflegt ist es richtig, richtig gut. Ja. Da fehlt sich gar nichts. So, schaut's mal hier. Ich denke, da ist gerade eine Veranstaltung. Und das Schönste ist eigentlich, da hinten sieht man jetzt die Wand, wo wir morgen durchsteigen auf die Südspitzen vom Watzmann. Und ja, wunderschön. Der Königssee und der Franz. Das muss jetzt so nachgesagt werden. Da drüben haben wir gerade eine geschlossene Gesellschaft. Die Wirtin ist aber so nett gewesen, hat uns gesehen, wie wir verschwitzt sind und bedient uns und wir dürfen auch noch was konsumieren. Hallo. Servus, grüß dich. Radler haben wir's. Für mich Radler und für einen alkoholfrei. Das ist alkoholfrei, ja. Danke. Super, danke dir. Na dann Prost, Tobi. Hey, brutal. Brutal. Geil gemacht. 30, cool. 30keit hat gesiegt. Ja. Prost! Prost auf die Ostwand! Genau! Ah. Ja, man muss jeden Tag mindestens 1 Liter Flüssigkeit trinken, gell? Mhm. Da, die geschlossene Gesellschaft. Haben wir Glück gehabt, Franz. Lass dir schmecken, einen Gurden. Ja, das lasse ich mir definitiv schmecken. Mahlzeit einen Gurden. Wahnsinn! Der Watzmann-Hirsch. Genau. So, lieber Franz, gut gespeist, gut getrunken. Ja, hervorragend war's. Stumm voll. Jetzt da sagt man eh angeschrieben, die Eiskapelle morgen. Unser erstes Ziel, da geht es da so einen Weg rein. Und
Da vorne ist das Ostbahnlager. Da gehen wir mal hin. Da gehen wir hin und schauen mal. Genau. Jetzt wecken wir mal die Leute auf, oder? Genau, machen wir Party und sagen wir einen alpinen Moment, der alpine Flex. Wir sind da. Das war selbstverständlich nur ein Scherz. Und wir respektieren die Menschen da drinnen und ja, ein friedliches Miteinander. Jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden. Ah ja, den Pin. Schauen wir mal. Und suche noch schnell den Zugangscode. Panzerknacker Franz. Ja. Yes. Hacker, Hacker Franz. So Leute, können Sie mich gut sehen? Also der Franz ist jetzt wieder im Ostwandlager drin. Ich habe mich jetzt bereits bettfertig gemacht und das Wichtigste ist auch, diese Oropax hier, die wiegen glaube ich nicht mal 1 Gramm und ich bin auf jeden Fall richtig safe, dass ich heute Abend gut einschlafen kann, habe immer einen guten Schlaf und ja, dann gehen wir jetzt ins Bett, gutes Nächtle und bis morgen, dann beginnen wir endlich mit der Ostwand. Guten Morgen, Herr YouTuber. Guten Morgen, Kollege. Wie war die Nacht? Richtig gut mit den Oropax. Ah, du hast es drinnen gehabt? Ja. So, guten Morgen, Franz. Morgen, Tobi. Morgen, Leute. Hi. So schaut es ja aus. Und wir sind die Letzten. Wir sind echt so schlecht. Ja, genauso wie geplant. Ja. Vor einer halben Stunde, glaube ich, sind die Letzten weg oder vor einer Dreiviertelstunde und jetzt sind wir alleine und haben jetzt ist es 5:30 und um 9 Uhr kommt das erste Boot. Schifferl rüber. Genau. Also echt gut geplant, so wie wir es wollten. Genau in der Mitte drin. Genau. Perfekt. Oh. Ja, wir gehen jetzt in der Morgenstimmung in der wunderschönen Baden. Baden, nein. Aber nach Bartholomew noch vor. Eigentlich genau dahin, wo die Schiffe normalerweise anlegen. Ja. Da ist ein Brunnen und da können wir jetzt die Wasservorräte auffüllen. Genau. Und dann steigen wir in die Ostwand zu. Oh, schau mal hier. Alter. Wahnsinn. Und jetzt muss man epische Musik einblenden. Slow Motion. Wahnsinn. Aber das hat was. Jetzt sind wir wirklich komplett allein hier. Jetzt haben wir ganz allein momentan. Also echt richtig, richtig geil. Toll. Gestern war es schon einsam. Heute noch einsamer. Schau dir das an, der Mond da vorne. Ich weiß nicht, ob man es dann im Video sieht. Der Mond. Ja, super. Kein zu präge. Immer Flask. Immer. Jo, letzte Vorbereitungen, bevor es zurückgeht zur Eiskapelle und dann rauf, schwuppdiwupp, durch die höchste Wand der Ostalpen. Cool. Der Zgola-Weg ist der einfachste von 4 Wegen rauf. Allerdings die Wegfindung extrem schwierig, wenn man nicht weiß, wie da der Weg verläuft. Wenn man nicht solide im Dreiergelände kraxeln kann, wenn man alpinistisch keine Erfahrung hat, dann hat man da drinnen absolut nichts verloren. Ist so. Ja. Und wenn man das Erlebnis trotzdem gerne mal haben will, entweder mit einem Erfahrenen mitgehen, der das schon öfter gemacht hat, der euch einschätzen kann. Oder ein Bergführer, oder? Genau, definitiv. Es gibt da unzählige Bergführer, die die Verhältnisse bestens wissen, kennen. Kann ich nur so empfehlen.
Genau. Ja. Unterstützt da die Einheimischen. Genau. Und ist ja im Endeffekt genau das gleiche wie bei dir in Garmisch oder sonst da überall. Jubiläumsgrad, ja. Eisenzeit, alles das gleiche. Genau. Da hinten im Sonnenlicht sieht man es eh schon. Die Watzmann Ost. Yes. Berühmt, berüchtigt. Ja, da sind wir heiß drauf. Jawohl. Wahnsinn, ne? Ja, super Stimmung, genial. Da ist jetzt der Abzweiger in den Ostwandlager. Und für uns geht es jetzt dann da nach links rein. Hot. So, Franz, und wir gehen jetzt weiter Richtung Eiskapelle, oder? Ja, ich glaube, wir zeigen den Zuschauern jetzt zuerst einmal die Eiskapelle. Ja. Die kann nämlich von jedem erreicht werden, problemlos, natürlich auf eigene Gefahr betreten, die ist da vorne. Da ist eigentlich fast das ganze Jahr Schnee drauf, das ist Lawinenschnee, der von oben runtergekommen ist. Und da gibt es unten eine Öffnung, da kann man reingehen und werden eher viele Fotos gemacht. Ziemlich bekannt. Genau. Und unser Weg führt uns übrigens linke Hand von der Eiskapelle. Ja. Da wo man die Wiese sieht, die bewachsen ist, so links rauf. Das ist zuerst alles Gehgelände. Ist gut zu sehen da, genau. Genau, ja. Da führt uns unser Einstieg in die Ostwand. Ja. Oder da beginnt eigentlich die Ostwand. Der Berchtesgadener Weg und der Münchner Weg gehen da rauf. Und der Salzburger Weg und der Kederbacher, wenn ich es richtig im Kopf habe vom Topo, steigt man hinter der Eiskapelle ein. Genau. Sehr gut. Ja. Dann schauen wir mal kurz da vorbei. Wir treten auf eigene Gefahr. Steht zwar nirgendwo, ist aber so. Genau, das Ding ist, es ist zwar relativ kompakt, aber ich kann das nur aus dem eigenen Bereich sagen. Da ist mal ein schlimmer Unfall passiert mit tödlichem Ausgang. Die können halt jederzeit zusammenbrechen, instabil. Und was das Zeug wiegt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Tonnen. Tonnen, ja. Ist zwar jetzt da oben alles richtig kompakt und gefroren, aber betreten auf eigene Gefahr. Steht auch vorne am Schild dran. Das wäre hier der Traum, Vieren für jede Hochtour, oder? Perfekt, ja. Also wenn er so halten würde, brauchst du keine Gamaschen und gar nichts. Ja. In der ersten wärmenden Morgensonne haben wir jetzt den Steig erreicht. Gut ausgetreten. Also als Nicht-Ortskundiger ist es auf jeden Fall sehr markant, dass man diese Eiskapelle, das Schneefeld, wirklich sehr weit links umgeht. Man kann es eigentlich fast nicht verfehlen. Ja. Also den Einstieg, das ist unmöglich. Ja. Du musst dich nur zur Eiskapelle zurückorientieren und genau auf der linken Seite, wo ein Hang raufzieht. Ja. Vielleicht werden wir das so machen oder zwischendurch mal. Er kennt sich aus, ich kenne mich nicht aus, dass ich zwischendurch mal so sage, was ich davon halte. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Super Idee. So. Da links vorbei und der Franz. Ja, da geht's den Steig weiter. Jawohl. Beim Tobi sieht man jetzt, geht's so in eine Rinne rein, rechts. Und da ist meistens ein bisschen geschützt vor der Sonne und ich glaube, da werden wir uns dann einschmieren. Einschmieren, genau. Genau. Und ab da geht's eigentlich richtig los mit der Gaxelei. Zwar immer wieder viel Gehgelände, aber ab da geht's eigentlich der Ernst des Lebens los, sozusagen. Super Mega. Stimmung in der Früh. Voll Wahnsinn. Geile Stimmung. Wahnsinn. Mega. Und ganz allein noch. Ja. Mhm.
So, jetzt packen wir wieder unsere Rucksäcke, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir vorerst noch ohne Helm weitergehen. Ja. Weil vor uns ist weit niemand und wir unterschlagen uns nicht gegenseitig, haben wir ausgemacht. Ist für uns vertretbar, für uns zumindest, genau. Entscheiden muss dann sowieso situationsbedingt immer jeder. Genau. So, da ist der Franz. Genau. Im Stemmkamin. Auf ca. 1300 Meter sind wir jetzt. Ja. Ja, genial. Mega. Ja, genau. Und da vorne, da siehst du wahrscheinlich und auch die Zuschauer, so einen großen Felsblock. Ja, genau. Bei dem Felsblock dürfen wir nicht mehr weiter, sondern müssen dann rechts raus. Rechts, genau. Genau, da geht es jetzt ein bisschen gerade zurück und dann rechts raus. Super. Ja, ist jetzt den Tobi wieder rauskraxelt, ganz schlecht markiert. Grüner Punkt, da geht es jetzt dann rechts raus. Und das ist wirklich, da sieht man auch, schaut aus wie Steigspuren oder so. Auf keinen Fall nach links, da nach rechts raus. Und das ist die Rinne, wo wir raufgekommen sind. Jetzt sehe ich sogar als Neuland hier diesen ausgetretenen Pfad. Ja. Da ist ein bisschen zum Aufpassen. Man sieht, da ist eigentlich immer nass. Ja. Und da ist auf den Felsen, es ist nass, so Moos. Und moosig. Und da unten sieht man Absturzgelände. Ja, genau. Also ein Fehler ist da No-Go. Okay. Sind wir da. Ja. Und wie gesagt, da runter ausgesetztes Gelände ausrutschen verboten. In so einem Plattengelände, alles Gehgelände, direkt nach dieser Stelle. Und ihr seht es da so rauf, da führt uns unser weiter Weg dann nach links raus. Mhm. Also das ist jetzt nicht sichtlich erkennbar, aber wir müssen uns dann gerade rauf und dann nach links halten. Dann haben wir wieder schon einen Steig. Ah, da ist der Bohrhaken. Ah, ja, genau. Also ab da. Das ist auch das Thema in der Watzmann-Ostwand. Es gibt viele Möglichkeiten zum Sichern. Allerdings, da wirst du eigentlich nur erfolgreich sein oder Erfolg haben, wenn du so viel wie möglich seilfrei gehst. Die Wand ist einfach viel zu lang. Aber die ist ganz frisch, die ist fast neuwertig. Okay. Vielleicht haben wir es eh gemacht, dass man die Stühle auch versichern kann, weil es happig ist. Ja. Ja, und unser weiter Weg so gerade nach vor jetzt. Sind wir praktisch bei der nächsten Stelle. Das ist auch wieder so ein bisschen happig. Da müssen wir bei diesem Felsen vorbei. Ah, da. Genau. Und ist halt auch ausgesetzt, gell? Vielleicht oben zusteigen, genau. Ist an und für sich eigentlich nicht so richtig logisch, dass man da vorbei muss, wenn man es nicht weiß. Aber es ist technisch nicht schwer. Es ist nur ausgesetztes Gehgelände. So, gerade die Rolle gesprochen. Und da kommt er schon. Jawohl. Genau. Das ist nicht mehr weit. Da sind wir schon im Schuttkar. Da kann man dann die Wasservorräte auffüllen. Ganz gut. Wir schwitzen heute eh. Ganz minimal. Minimal, wie man sieht. Also. Das klingt blöd, aber wenn man hier das erste Mal ist, könnte man verleitet sein, dass man da jetzt weitergeht. Man sieht allerdings hier, ist der Fels ganz leicht abgespeckt. Das sieht man wirklich hier. Jetzt gehen wir hier über die Kuppe. Ja, genau, und dann sehen wir gleich das Schuttkar schon. Genau, und diese Rinne sind wir praktisch raufgekommen. So, hier kurz die Stelle. Piep, piep. Piep, piep. Hater. Irgendjemand hat mich lieb. Immer weit. Von rechts rüber, dann gibt's Wasser. Schulter. Perfekt. Und jetzt sehe ich das erste Mal wieder den Königssee, Franz. Ah, ja. Und tatsächlich unseren weiten Zustieg.
Wir haben jetzt schon fast 700 Höhenmeter gemacht. Ja, das ist dann praktisch ein Drittel der gesamten Höhenmeter schon. Ja. Ja. Also geht gut dahin. Ja, wir sind jetzt in dem Schuttkar angekommen. Da werden wir die Wasservorräte auffüllen und wir werden uns jetzt auch die Helme aufsetzen, weil wie ihr seht, wir haben bereits die ersten Leute eingeholt. Die sind alle eine gute Stunde vor uns los. Es hat halt schon einen Vorteil, wenn man den Weg da verkennt. So, von da unten kommen wir jetzt her, im Schuttkar. Mhm. Genau, da sieht man jetzt den logischen Weg über das Band. Wahnsinn, ja. Schaut euch das an. Die Ostwandsaison hat gerade erst begonnen. Wahnsinn! Ja. Aber es wird nicht einbrechen. Genau, und schon sind wir da. Und da geht es jetzt an da so ein 1 plus 2er Gelände rauf. Und ja, genau, dann wird weiter gekraxelt. High five! Yeah. Bisschen Speck hier. Mhm. Jetzt da wieder ein bisschen kompakter, wo der Tobi ist. Ja, super. Ja. Eher links raus, glaube ich, Tobi. Ja. Links und nachher noch rechts wieder. Einer Schritt, ja. Der keine Tritte hat. Perfekt. Immer das schöne Band. So, Bohrhakel. So, ich muss sagen, Franz, bisher ist es von der Wegführung noch okay. Also, ja. Bis dahin wird auch wahrscheinlich die GPS-Genauigkeit treffen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Und ja, logisch nachdenken, Erfahrung mit einbringen, oder? Ja, also ich glaube schon, also ohne Erfahrung, es ist jetzt da kein Weg ausgetreten. Ja, genau. Wo wir sind. Das ist das Problem, keine Markierung großartig. Die Bohrhackel findet man nur, ja, wenn man gut hinschaut. Steinmänner, Fehlanzeige, das muss man wirklich sagen. Da schaut es bei uns deutlich besser aus. Ist definitiv so. Auf den großen Routen.
Man sieht übrigens, wo wir zugestiegen sind, der Weg vom Schuttkar. Ja. Genau, und jetzt stehen wir da. So, könnt ihr das sehen? Grüne Markierung. Und dann geht's weiter. Ich setze den Tobi jetzt in einem ausgesetzten Bantel. Das ist 1A2A-Gelände, 1 bis 2, aber extrem ausgesetzt. Schaut mal da runter, Sturz ist nicht drinnen. So, der Franz auf dem Band. Da grinst du einer. Genusskraxelei. Ja. Jetzt muss man ganz kurz erklären, wo wir hier sind, wo wir weitergehen. Ja, also ich weiß jetzt laut Topo nicht, ob wir jetzt den zweiten Sporn hinter uns haben. Ich glaube, das ist der Fall. Da vorne müsste dann noch der dritte Sporn sein und dann ist da vorne die Wasserfallwand. Das ist ein Dreier, die Watzmann-Ostwand ist eigentlich mit 3 plus verschrieben, also es gibt eine schwierigere Stelle. Für mich ist diese Wasserfallwand die Schlüsselstelle. Ich bin jetzt an heute das 5. Mal in der Watzmann-Ostwand und das 1. Mal, einen Tag bevor ich die Wasserfallwand oder die Watzmann-Ostwand gegangen bin, ist am Tag vorher genau in der Wand, da oben, wo man jemanden drinnen sieht, abgestürzt und der ist gestorben. Und seitdem gehe ich jedes Mal die Wasserfallwand am Seil. Ja. Also das ist eine psychische Geschichte bei mir und da geht es mir um die Sicherheit im Jahr drauf. War übrigens der Steinschlag genau, wie ich in dieser Passage drinnen war und da hat es mich geschreckt. Da war ich froh, dass ich am Seil gewesen bin. Deswegen setze ich auch mal wieder einen Helm auf, würde ich sagen. Gebohrter Stand. Das Stück, wo jetzt der Tobi ist, könnt ihr euch einprägen. Da kann man sich richtig verhauen. Da muss man genau da, wo er ist, da kerzen gerade vorbei. Schaut extrem ausgesetzt aus, aber es geht eigentlich ganz gut. Okay. Und da ums Eck geht's auch gut. Schau mal ums Eck und sag mal, wie es ausschaut. Genau, das schaut eben von da, schaut das brutal ausgesetzt aus, wie wenn man nie vorbeikommen würde. Und darum wird man verleitet, dass man da weitergeht. Aber immer da anhalten. Sprich, bei dem Stand unten nach links abbiegen. So, da einmal kurz umgreifen und dann hat man es schon eigentlich. Aber eine wunderschöne Kletterei hier.
So, jetzt ist immer ein richtig schönes Plateau, wo man ganz entspannt stehen kann, einschmieren, trinken, und das ist der Platz, wo wir uns jetzt die Gurte anziehen und das Seil rausholen, und dann gehen wir über die Wasserfallplatten weiter nach oben. So, mal kurz den Puls messen. Der ist jetzt mal kurz was hochgegangen, Franz. Ja. Da kam ein richtiges Geschoss runter. Und das ist wirklich die Bestätigung, dass es Sinn macht, in der Stelle am Seil zu gehen, ja, weil wenn also sich der da, Stein, der war so groß. Ja, wir haben beide gesehen. Ja. Schnell geduckt. Muss man auch sagen, danke fürs Schreien oben. Kommando, ja. Stein. Ja. Obacht. Perfekt, gelaufen. Genau. So stellen ja. Sie das vor. Ducken und Helm, ja. Fertig. War schon wieder. Ja, aber der ist schon vorbei, war ein kleiner. Aber der Dicke eben, der war krass, gell? Stein! Boah. Alter, der war nah. Ja. Heftig. Entschuldigung. Jetzt habe ich jetzt verstehe ich dich, aber was du meinst damit die. Ja. Weißt du, kannst ja vom Storn verletzt werden. Ja. Eine gebrochene Hand. Ja. Aber wenn es sich da runterkugelt, dann bist du fertig. Okay, wir schauen, dass wir schnell durch sind. Dankeschön. Puh, das war jetzt heikel, Franz. Ja. Aber wir gehen eh da rechts aus. Ja. Das heißt, sobald wir eigentlich die erste Seillänge haben, ist fix. Sind wir vor dem Beschissenen. Okay. Ein Schlag mehr oder weniger weg. Ja. Also ich hänge jetzt so. Da drinnen. Okay. Also hier haben wir da eine. Bollock. Genau. Aus. Perfekt. Franz. Check. Voll. Geil. Check. Jawohl. So. Kann's kommen. Cool. Das macht echt Bock, Franz. Ja. Und es ist aber echt wesentlich entspannter, das Stück. Ja, mit Seil. Mit Seil und dem Schnorschlag. Ja, das ist echt ein Kopfkino. Ja. Lehrbuchmäßig. Lehrbuch, Lehrbuch. Super fein. Ein Platz an der Sonne. Perfekt. So, Franz, meine läuft zwar schon, ja. Aber ich muss sagen, Dreierklettern ist jetzt das eine, aber ein Dreierklettern, wo wir innerhalb vom Anseilen 5 Steinschläge gehabt haben, das ist schon eine andere Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist definitiv so, der Anseilplatz unten ist wirklich ideal, da kannst du ein bisschen ducken, aber
ja, es muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ich bin heute wirklich wieder dessen belehrt worden, dass ich auch in Zukunft diese Stelle, auch wenn sie noch so easy ist, ja, ich werde sie immer am Seil gehen, weil das steht einfach nicht dafür. Ja, dann hänge ich zumindest im Seil drinnen. Genau. Ja. So. Und für uns geht es jetzt da noch rauf und dann haben wir es geschafft. Seht den Tobi, der kraxelt wieder vor. Zeigt sie sich durch von allein? Ja, dann kann ich wieder ein bisschen filmen. Genau. Wir sichern übrigens oldschool über einen Halbmastwurf. Ich habe zwar einen Reverso auch mit, aber an und für sich in dem Gelände bist du wirklich am schnellsten, wenn du einfach über einen Halbmastwurf. Stand! So, yes. Geil, Mann. Sehr cool. Voll. Super. Ja, das jetzt den Tobi, wie er jetzt das Seil aufnimmt. Und ich würde sagen, das war jetzt die erste von zwei richtigen Schlüsselstellen, die wir gut hinter uns gebracht haben. Es ist da nicht so richtig easy, das Gelände weiter zu erkennen. Man sieht da drüben einen Pfeil. Wenn man unter dem Felsen steht, deutet er so rauf, da würde man verlockt sein, irgendwie da rauf zu gehen. Aber man muss da Kerzen gerade rüber, da sieht man das, da ist so ein bisschen ein Grasband. Genau da geht es weiter und dann geht es in eine Rampe, wo man dann ungefähr 100 Höhenmeter Zweier Genusskraxelei haben. Mhm. Das ist für mich die schönste Stelle in der Watzmann-Ostwand. Nice, nicer, am nicesten. Genau. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir keine Steine abtreten. Ja, weil die unten die Kollegen treffen. Genau. Okay. Hopp. Ja, ein bisschen. Ja. Jetzt sind wir da gerade mitten in der Rampen herinner. Feinste Genusskraxelei. Mit dem Berg für deinen Knack. Genau. Das heißt, wir können nicht so falsch sein. Scheint so. Schöner Fels. Wir könnten noch Werbung machen. Ja. Die Dauerwerbesendung. Genau, aber das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe. Wer da eigenständig das nicht hundertprozentig sicher macht, der sollte sich einen Bergführer nehmen. Ja. Und da haben wir einen Berchtesgadener, einen einheimischen Bergführer, und der macht das Glückbefein perfekt. So Franz, ich hab dich jetzt genau auf meinem Video drauf. Also ich als Neuling hier, verlaufen kann man sich in der Rampen jetzt nicht. Nein. Eigentlich nicht. Nein, also wenn du die Rampen gefunden hast, dann entscheidest du, wie schwierig, dass du aufkraxelst. Ja. Die einfachste Variante ist jetzt zwei Geländer. Genau. Und es geht sicherlich schwieriger. Genau. Tobi, Maustieg aus der Rampe. Ja. Circa 100 Höhenmeter waren das. Da pfeift es da runter. Kommt der Franz, nun auch im Ausstieg. Aber wunderschöne Kletterei. Und dieser Blick hier dabei. Wow, genial. Da unten St. Bartholomä. Und da kommen wir heute früh her. Da
Da hinten sind wir jetzt von der Rampe hergekommen. Der sensationelle Tiefblick. Und logisch, das einfachste Gelände suchen. Es ist zwar ausgesetzt, darauf und dann geht es wieder links rauf. Ich setze jetzt den Tobi, wie er auf diese Dreierstöhe praktisch zugeht. Ausgesetztes Gelände, 1er, maximal 2er Stellen irgendwo drinnen. Und man hat einen sagenhaften Tiefblick runter. Also jetzt seht ihr hier den Franz und im Endeffekt kommen wir jetzt über das ausgesetzte Band. Rechts ist die Schwierigkeit gerade viel zu hoch, macht keinen Sinn, zu weit links nicht. Also so links und dann nach oben. Alles andere macht von der Führung überhaupt keinen Sinn. Und man hat ja die super Griffe, Franz, also dritte Griffe. Ja. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder der Viere, das sind so Dreierplatten, oder da wo der Tobi jetzt hinaufgekreit. Ziemlich ausgesetzt, 2 plus Gelände glaube Ja, schön. Also nochmal aus der anderen Perspektive, ausgesetzt auf jeden Fall, so plattig, voll auf Reibung und technisch jetzt eigentlich nicht schwierig, aber luftig. So, da oben ist jetzt das Frühstücksplatz, halt die Biwakhöhle, und für uns geht es jetzt da weiter Richtung Biwakschachtel, und da ist jetzt einmal die Watzmann-Kinder in ihrer vollen Pracht, genial. Also etwas oberhalb der Höhle beim Frühstücksplatz füllen wir jetzt nochmal das Wasser auf und machen jetzt eine kurze Pause und dann steigen wir weiter Richtung Biwakschachtel. Genau, nicht mehr weit. 300 Höhenmeter fehlen noch. Und jetzt gibt es erstmal frisches Quellwasser. Ah, hörst du das? Hört ihr das? Ja. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Genial. Das ist schön kühl, Franz. Ja. Und unser weiter Weg ist jetzt da gerade nach vorne und dann so nach rechts. Und dann über den Buckel hinten raus. Da ist dann die Biwakschachtel. So, jetzt erkennt man hier wieder schön den Pfad. Hier muss ich sagen, ist so die erste Stelle richtig, wo es mich mal falsch gedrängt hätte. Deswegen super mit dem Franz. Break us down, now we're heading over the clouds.
18 am Grat bleiben. Ja. Kraxelgelände, Gehgelände. Genau. Mal Entspannung zwischendurch. Genau. Aber der Anblick der Wand ist schon gewaltig. Ja, das ist schon ein Wahnsinn, weil es zieht sich von ganz oben. Ja. 1800 Meter runter. Ja. Und wenn man drinnen ist und man einen logischen Weg findet, dann ist cool. Dann ja. Geht's eigentlich, ja. Ja, aber das glaubt man von weit weg überhaupt nicht, dass das möglich ist. So, also hier wirklich Kletterei verhältnismäßig einfach, muss ich sagen, ja. Franz. Ja, ganz und jetzt, einfach. Jetzt würde ich mit der Wegfindung keine Probleme haben. Also. Ja, jetzt geht's darüber. Ja, genau. Genau. Und dann haben wir das Biwak. Richtig. Genau, und das machen wir jetzt. Und dann kommen die Ausstiegsrennen. Genau. Und da kann man sich eigentlich eher nicht verlaufen. Nein, da gibt es verschiedene Varianten, die man macht. Die Kamine sind halt ein bisschen brüchig, da muss man aufpassen. Aber es ist Genusskraxelei vom Feinsten, wenn du ja. Da oben bist. Also für mich ist die Ostwand sowieso an derer Stelle ist die Ostwand schon gelaufen. Mhm. Weil für mich klar ist, zum Biwak schaffe ich es auf, es wird jetzt nicht mehr anspruchsvoller ja. Oder so. Es ist zwar ein 3-Plus-Stück drinnen, da ist aber Schlinge drinnen, man kann es sichern. Ich finde die ausgesetzten Dreier unten um Welten happiger. Ja. Ja. Aber da freue ich mich jetzt drauf. So, und jetzt kann ich behaupten, hier ist Steinschlaggefahr relativ gering. Ja. Deswegen habe ich jetzt den Helm mal abgenommen. Aber das ist schon wirklich gewaltig. Danke schon mal hier an der Stelle fürs Mitnehmen, Franz. Liebend gern. Ich danke voll dir gern. Eh noch 10-mal in dem Video. Nein, war mir recht. Und Schönfeldspitzen zeigt sich wieder. Genau. Genau, und jetzt gehen wir mal weiter. Richtig. Ja. Nice, am nicesten. Letztes Gelände vor der Biwakschachtel. Ja. 1 plus, 2 minus. Ja. Genusskraxelei. Richtig. Und dann sind wir bei der Stö, an die ihr euch vom Intro erinnern könnt. Da sind wir gesessen, bei der Biwakschachtel im Intro. An der Stelle möchte ich mal einen ganz besonderen Gruß richten nach Bad Reichenhall zu meinem Kollegen Basti, hat Nachwuchs gekriegt. Alles Gute für den kleinen Mann. Ja, alles Gute. Genau. Viel Gesundheit. Und dass er täglich auf den Hochstaufen geht ab 5 Jahren. Oder? Ja. Gut drauf aufgestanden, genau. Der Jäger oben. Und der Mama auch alles Gute, die nenne ich jetzt namentlich nicht, weil sonst kann man das vielleicht zuordnen. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen Lebensweg, dass du lange gesund bleiben magst und alles Gute für euch drei. Ich setze jetzt den Tobi auf den letzten Metern zur Biwakschachtel. Super. Spätestens, wenn man da war, dann weiß man, dass man in der Ostwand ist. Sehr geil. Also, Franz, jetzt verewigt, wie ein Verrater. Gruß geht auch mal raus, unbekannterweise, an den Ralf. Und das legendäre 8, 9, 10-teilige Video von der Ostwand. Und ist auf jeden Fall Inspiration. Ja. Und jetzt haben wir mal etwas abgedatet. Genau. Jetzt schauen wir uns mal die Schachtel von innen an, damit ihr mal seht, was da so zu finden ist. Sponsored by Saleva. Yep. So schaut's da aus. Schlafsäcke. Ja. Isolierter Boden, ganz leicht. Da gibt es sogar ein Buch drin. Ah ja, das ist das Wandbuch und da tragen wir uns jetzt hinein. Ja, genau. Genau, das macht man. Die Schlafsäcke sind schon cool. Komfort minus 5, also das sind mehr oder weniger Winter, 4 Jahreszeiten Schlafsäcke. Ja. Brand. Ja. Winterbegehung. Ja, Winterbegehung habe ich gestrichen aus meinem Kopf. Ich habe einen Unfall gehabt. Und auch wenn ich das schaffen würde, aber es ist mir einfach zu riskant, ja. Die Fahren sind mir zu hoch. Ich nehme lieber ein Risiko aus und im Endeffekt, ich glaube, also gerade was wir zwei machen, der Tobi und ich, wir machen viel nicht lehrbuchmäßig, aber wir gehen mit Vorbild voran und treffen unsere Entscheidungen eigenständig und das ist halt wieder eine Geschichte. Ja. Sag ich mal, muss nicht unbedingt sein. So,
liegt tatsächlich noch ein Einfachseil, so ein Strick. Und ja, richtig nett hier drin. Kann man schon aushalten. Genial. Gönn dir, Hashtag gönn dir. Genau. Super. Bei der Biwak-Schachtel geht es jetzt ungefähr 70 Meter gerade zurück. Und dann sehen wir dann bald eine Rinne. So eine Schotterrinne müsste das sein und da geht es dann links rauf. Und dann können wir noch ein paar so kurze Dreierstühle immer bei Aufschwingen. Kurze 1er-2er-Stelle hier. Genau. Ein bisschen brüchig, ja. Muss man echt gut überprüfen. So, ich gönne mir mal den hier. Das passt mit 2 Plus. Ach so. Ah, da ist ein Schlaghaken drin. Ja, genau, das ist die Stö. Das ist der Schlaghaken. Ja. Das ist vielleicht 2 Plus, wenn man da Schwung nimmt. Das ist nicht so schwierig. So, kurze Stelle 2 Plus war da, glaube ich. Ja. Mit dem Schlaghaken. Und jetzt gehen wir hier durch diesen Riss nach oben. Rechts oben hast du einen super Griff. Ja. Herrlich! Genau! Franz, Genuss, Genusskletterei! Wahnsinn! Neben der Rampe wohl eine der schönsten Stellen. Ja, fällt super, bombenfest. Bisschen bröselig, aber der Grundfels ist bombenfest. Ja. Schön! Leicht technisch, aber wirklich schön zum Greifen. Jetzt habe ich es. Hepp! Es schaut geil aus, hä? Ja, schreibt es rein in die Kommentare. Genau. Fertig. Klack, klack. Klack, klack. Deckung! Ich habe gerade einen Helm abgekriegt, plus auf den Arm. Aber alles okay. Richtiges Zweiergelände. Wunderschön. Mhm. Im Schutze der Mauer über mir, im Überhang, zeige ich jetzt mal wieder meinen Kopf ohne Helm. Genau. Und da hinten die Mittelspitze. Und genau, Wetterstation, oder? Genau, Wetterstation. Was das ist. Ja. Cool, und jetzt machen wir die Schlüsselstelle, zumindest laut Topo. Genau. 3 plus. Und dann war es das gleich. 100 Meter sind wir unter dem Gipfel. Genau. Etwa. Gleich geschafft. Von oben. Und die Schlüsselstelle haben wir dann von unten, von oben und vom Helm. Genau. Die Schlinge, siehst du die gerade? Ja, die ist da oben. Okay. Also ich kann zum Beispiel jetzt und da, wo ich gerade stehe, gut stehe. Ja. Mit meinen 1,80 Meter geht sie gerade nicht aus. Aber jetzt hast du sie gleich. Jetzt habe ich sie gleich, genau. Jawohl. Ja. Und dann bist du eigentlich safe.
Mir macht das jetzt auch einfach so. Du hast wieder wunderschöne Griffe. Top. Da ist sogar Ketten, oder? So Kette. Bitte? Ist da ein Abseilring, oder? Abseilring ist einer da, ja. So, jetzt den Tobi, liebe Zuschauer, Schlüsselstelle. Jetzt schauen wir mal, wie die 3 Plus sich hier verhält. So. Schauen wir mal. Ja, ich muss reingreifen. Wurscht, safety first. Ja. Vorbildlich, so sage ich das, sehr geht das. Das ist speckig hier. Ja. Nein, es ist ein 3 Plus. Ja. Definitiv. Und der Sturz, ja, wird da wahrscheinlich nicht tödlich enden, aber schwer verletzt, definitiv. Das braucht keiner. Wenn wir schon ohne Seil rein, dann auf Nummer sicher. Das hilft schon gut. Ja. Ah, verdammt, aber ja, hey, fürs Ego. Ja. Aber es geht schon. Also, wenn du sowas freikreist, das ist wirklich nur fürs Ego, dann ja. Sitzt gar nichts. Genau. Schlüssel stell durch, Tobi, jetzt sind wir noch auf dem Gipfel, gell? Genau. Ja. Die Nussdachsel leider. Ja. Also das schätze ich mal auf 2 Plus hier. Das ist 2 Plus. Ja. Ganz sicher. Ja, ist auch ein paar, oder? Ja. Das kommt davon, wenn man die Leute hinterher steigt. Ja. 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 Das ist erst mal 2 Plus hier gewesen. So Leute, Ausstiegskamin. Wenn wir da durch sind, hat uns die Watzmann Ostwand die höchste, also die größte Wand der Ostalpen, hat es uns dann gut rauslassen. Genau, das Grenzen ist drauf. Ja, es war ein richtiger Genuss. Ja. Ja. Schaut den Tobi zu auf seine letzten Meter da raus, durch den Kamin. Genial, wunderschön, oder? Voll. Also mein Herz schlägt wieder mal höher. Wirklich, ja. Genuss. Ja. Na, auf dem Bauch. Da. Wurscht, ich habe eh einen Helm auf. Oh. Okay. Okay. Ist vorbei. Genau für sowas hat man einen Helm auf. Aber der eine ist böse linke Seite. Ja. Ja. Der ist echt locker.
So. Yippie-yay. Yippie-yay. Schön. Voll. Super. Franz, wo befinden wir uns gerade für die Zuschauer? Wir sind jetzt gerade in dem Moment aus der Ostwand ausgestiegen und sind bei der Watzmann-Überschreitung. Fett, cool. Geil. Jetzt gehen wir noch den Rest zur Südspitzen. Genau. Und machen mal Läuten. Genau. Läuten ein. Lingelingeling. Sehr nice. Franz, Ostwand-Check. Jawohl, super. Geil. Cool gemacht. Sehr geil, Dankeschön. Ja, danke ebenso. Kann ich mir zurückgeben. Mann. Jetzt sind wir wieder da. So schaut's aus. Nice. Sehr cool. So, ihr Banditen. Also, wir sind jetzt hier auf der Südspitze, machen jetzt die Watzmann-Überschreitung Richtung Hocheck und dann runter zum Watzmannhaus. Genau. Das war's jetzt mit der Ostwand. Hat mir riesig Spaß gemacht. Mir auch. Fetten Daumen nach oben von mir. War geil. Ich danke dir, Franz. Danke, Tobi. Unser Resümee vielleicht ganz kurz, dann haben wir's weg. Als jemand, der noch nie durch die Wand gestiegen ist, also die Kletterei, man soll solider einen Dreier beherrschen, trittsicher sein, schwindelfrei sein, Helm mitnehmen, Sicherheitsausrüstung nach Geschmack. Ja. Meine Meinung. Ja. Die 3 Plus entschärft durch die Schlinge. Ich habe selber auch reingegriffen. Und ja, ansonsten wirklich eine wunderschöne Tour. Wegfindung ist das Hauptkriterium. Man kann irrsinnig viel Zeit liegen lassen. Und wenn man sich verkoffert, den Weg nicht findet, dann kann es böse ausgehen. Ja. Auf jeden Fall Turbo mitnehmen und wenn ihr überlegt, ob ihr die Tour schaffen könnt oder nicht, am besten Bergführer nehmen. Investiertes Geld, ja. Oder? Ist gut investiertes Geld, weil Leben tut man nur einmal. Ja. Und die Ostwand ist der Klassiker in den Ostalpen. Ja. Ist so, ja. Ja. Schwierig zu vergleichen, weil ich so eine Wand noch nie durchstiegen bin. Genau. Aber hat Spaß gemacht. Ja, Franz. War voll richtig, cool. War richtig geil. Und jetzt, gehen wir zurück. Tour. So, das ist jetzt der ausgesetzte Teil der Watzmann-Überschreitung, der allerdings durchversichert ist. Klack, klack. Klack, klack. Wir filmen nur wenig, weil die Watzmann-Überschreitung, wen es interessiert, der Tobi hat super verfilmt voriges Jahr. Ich habe jetzt ein Doku gemacht, auch eine Stunde lang. Also Watzmann-Überschreitung, alpine Facts und alpine Momente googeln. Ah, YouTuben. Ja, voll super. In Swimbach grüß runter. Aber noch besser ist das Gefühl dabei, das Wimbach-Gries nicht raushatschen zu müssen. Ja. Brutal. Juhu! Fett, oder? Mittelspitz. Watzmann Hocheck. Jawohl. Von nun an ging's bergab. Und jetzt muss ich Instagram machen, sonst kriege ich hier oben. Ja. Checkt's mal seine Instagram-Seiten. Ich verlinke es im Video. Danke. Weil ich bin der Cutter. Nein. Dann solltest du dir einen Helm aufsetzen. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Pass auf, mach jetzt einen Achterhelm an. Das hier ist eine 2 mm Gummischnur. Und da werde ich jetzt entlang gehen mit. Vielleicht hält es sogar einen Sturz. Dann nicht mehr schön umhängen, gell? Soll ich mich nach hinten lehnen? Aber halt bitte an. Genau. Also das war ein Scherz, liebe Leute. Wann nachher macht man das gescheit oder gar nicht? Ja. Genau. Da unten ist dann das Watzmannhaus. Das wird jetzt dann übrigens alles nicht verfilmt. Ihr könnt es beim Tobi und bei meinem Watzmann-Überschreitungsvideo anschauen. Den Weg rüber zur Kürrent werden wir euch dann auch noch ein bisschen zeigen. Schau dir das an, der Vogel.
So, wir sind jetzt zu deinem Watzmannhaus herunten. Und ja, da sieht man jetzt eigentlich eh schon angeschrieben: Königssee über Pfalzsteig. 3,5 Stunden. Ja, genau, genau da. Da müssen wir hin. Richtig. Das machen wir jetzt. Perfekt. Vom Pfalzsteig kriegt es noch ein paar Aufnahmen. Hörer und unten werden wir uns dann von euch verabschieden, oder? So würde ich das ja, sagen. Ja, genau. Genau. Perfekt. Ja, da gibt es auch einige ausgesetzte Passagen, abgespeckt. Das ist teilweise Absturzgelände, dementsprechend müssen wir aufpassen. So schaut das Gelände da aus. Oi, oi, oi. So, da vorne ist Kühlrand. Pfalzsteig hinter uns. Genau. Viel haben wir nicht mehr hergezeigt. Tobi, vielleicht kurzes Resümee. So Leute, das war's jetzt hier. Das letzte Stück vom Abstieg. Deine genau. Worte. Ja, wir sind eben jetzt gerade über den Pfalzsteig rübergekommen. Es ist zum Aufpassen, trittsicher muss man sein, man muss mit voller Konzentration dabei sein, aber es gibt überall Möglichkeiten zum Anhalten, also ja, genau. Das passt dann schon. Genau. Jetzt füllen wir nochmal kurz Wasser auf. Genau, und dann geht's für uns ins Gehen weiter. Tal runter. Genau, wir haben schon das Resümee gezogen. Was wir jetzt machen wollen, ist uns verabschieden von euch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Anregungen oder irgendwelche Wünsche. Daumen nach oben geben im Video als Wertschätzung für die Arbeit heute. Und bitte Kanal vom Franz, Alpine Momente abonnieren. Genauso wie seinen, wenn es noch nicht dabei seid. Genau. Weil Watzmann Ostwand wird sicherlich auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer anziehen. Und bedenkt bitte, dass unsere Kanäle regelmäßig neue Videos bringen. Wir machen das Ganze nicht monatsweise oder im halben Jahr ein Video, sondern es gibt wirklich regelmäßig neue Videos zum Thema Bergsport. Ja, genau, das war's eigentlich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao, pfiat euch. Franz, macht's gut. Ciao. Ciao. Ah. 60 Liter Trinkblase. Ah.